Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time und wir sind jetzt kurz vorm Endkampf. Und wer ist unser Endgegner? Na? Oh! Was geht denn hier ab? Sieht so aus, als hätten wir einen ordentlichen Fang gemacht, Kome. Sieht ganz so aus, Kotake. Ja, ist ja gewöhnlich, dass sich jemand so tief in unsere Tempel hineintraut. Wir sollten ihm eine ordentliche Lektion erteilen. Oh, treuer Vasal. Zerstöre diesen Eindringling. Ja, komm. Was nun? Ja, nee. Oh mein Gott. Was? Ja, komm. Komm her, du. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst vor dir. Nö. Naja, vielleicht ein bisschen. Dank diesem Zauber brauche ich keine Angst vor dem zu haben. Denn... Wow. Ja? Das ist ein Eisenprinz. Moment, irgendwas stimmt nicht. Das ist kein gewöhnlicher Gegner. Komm. Mein Gott! Na komm schon! Ich habe auch nicht mehr lange! Ja, voll erwischt! Und was zur Hölle? Oh mein Gott! Es ist... Naboru. Oh, wo bin ich? Krumme, sieht so aus, als hätte sie sich befreien können, Kome. Sie ist noch jung, genießt aber hohen Respekt unter den Grodo-Kriegerinnen, Kotake. Vielleicht sollten wir sie etwas länger zum Dienst des mächtigen Gendos verklagen. Versklaven. Wir sollten ihr Gehirn einer neuen Behandlung unterziehen. Tja, bam! Für mich sah das so aus, als hätte sie gerade den Todesschlag gemacht. Sie hat sich verpufft. Okay, jetzt kommt der wahre Endkampf. Das war nur ein Vorgeplänkel. Wie viele Feen habe ich? 2. Okay, schaffe ich. Also... zweimal treffen lassen darf ich mich. Sieh dir diesen Dummkopf an, er kam freiwillig als Opfer für den mächtigen Ganondorf. Oha, Dummkopf, Dummkopf, da la 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 la. Oh, wir haben es mit Eis und Feuer zu tun. Meine Flammen werden ihn bis auf die Knochen verbrennen. Zauber wird seine Seele gefriert, Rockdan! Oh,
wie gar nichts von beiden passieren wird. Killer Omas. Das war taktisch klug. Ich hoffe, dass... das wird... Ja, mich erledigen. Okay, nicht immer schlau. Verstehe. Und jetzt raus aus dem Eis. Nein. Sag mal. Das ist wirklich ein schlechter Kampf. Erwischt. Dieser Kampf ist wirklich schlecht. Sehr schlecht. Na komm. Und du, laufen wir mal vor die Linse. Ja, so ist schön. Brutzel. Schade. So, ich dachte schon, was geht denn jetzt? Okay. Ich riskiere jetzt nichts. Verwandelt euch. Supi. Jetzt habe ich nichts mehr zu befürchten. Okay, lass uns jetzt erst machen. Okay, cool, man. Na, Kotakos Kumus Tempo, the sexy Thermo Hexi. Yay! Eis. Eis. So. Hey!
Scheiße? Einmal Feuer hat er schon gemacht. Hat sie schon gemacht. Jetzt habe ich zweimal Feuer. Verarsch mich nicht. Na komm. Und sie ist tot. Selbst die sexy Thermohexi habe ich besiegt mit 3 Herzen. Na gut, 2 Feen mussten dran glauben. Und den Text, die beiden labern, das lasse ich euch jetzt lesen, weil das ist zu viel Text. Auf einmal. Oder? Ne, wächst du zu genäht wie so ein widerliches Bug. Aber jetzt machen wir ernst. Also, was, wie, wo, was, was weiß ich, dass du, nein, über die schwebt was, auch was, ja, toll. Was geht denn hier ab? Na, aber ich bin doch erste 100 Jahre alt und ich erste, ja, 380, du, wir sind gleich alt, Zwillinge, du dumm. Ja, toll, bla, bla, bla. Na, 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 na. Ist gut jetzt, ihr beiden. Schwebt in den Himmel. Ich mache dich fertig. Okay, mach fertig. Bam. Und ich hatte Schiss. Mega Schiss, dass ich es nicht schaffe. Aber ich hab's geschafft. Und der nächste Endgegner ist eigentlich die leichteste von allen. Ich brauche jetzt eigentlich nicht viel zu machen. Deswegen gehe ich da zum Schloss und mache die Prüfung. Gleich im Anschluss. Kleiner, ich muss dir danken. Hey, sieh mal an, was aus dir geworden ist, ein talentierter Schwertkämpfer. Oh weia, ich bin völlig durcheinander. Die beiden alten Weiber haben mich verhext. Ich musste für Gendorf tun, was er verlangte. Aber bist du nicht überrascht? Jemand wie ich ist letztendlich die Weise der Geister. Aber jetzt kämpfe ich als eine der Weisen gegen das Böse. Nun werden sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleiner, nein, Link, der strahlende Wanderer durch die Zeiten. Als Dank dafür, dass du den Fluch vom Geistertempel genommen hast, übergebe ich dir dieses Amulett. Nimm es. So. Ich bin schon ganz aus der Puste wegen diesem Rumgezeter von den beiden. Oh. Aber mich jetzt beinahe zerlegt. Soll ich ohne Feen gegen Gendorf? Soll ich es wirklich wagen? Ich denke mal, nee, ich gehe in den Wald. Die gebührt eine ganz spezielle Anerkennung. Sorry, den ersten Text, den müsst ihr dann lesen. Das habe ich jetzt verpennt. Link, der Auserwählte, endlich. Alle 6 Weisen sind erweckt. Es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen den Großmeister des Bösen soll nun beginnen. Zuvor jedoch sollst du jene treffen, die auf dich wartet. Sie hat
Diner in der Zitadelle der Zeit. Aber erstmal gehe ich meine Magie aufstocken. Boah, lasst mich in Ruhe, Mann. Das hat sowas von überhaupt nicht weh getan. Warum schmeiß ich eine Bombe? Ich weiß es nicht. Oh, deshalb. Nein, umzingeln werde ich, lasse ich mich nicht. Boah, wenn du mal richtig spielen würdest, Mann. Boah, leck mich. So. So. Füll mich. Danke. Nein. Ach, ich mach dann noch einen kurzen Part einfach draus. Weil jetzt kommt viel zu viel Dialog und bla 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 und nach den Dialogen gehe ich ins Schloss. Also sag ich mal bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.